Tja, meine Damen und Herren, willkommen zu einem neuen Video. Heute erraten wir wieder Ränge. Und dieses Mal möchte ich wirklich sehr nah dran liegen. Also im besten Fall 6 von 6 Punkten, ist doch klar. Aber wenn du Bock hast, kannst du noch einen Korn abholen. Wenn du Bock hast, kannst du mal rumkommen, dir noch einen Korn abholen. Fall Number One. Und direkt geflasht, okay. Ah, da unten war jemand. Erstmal nur Info geholt. Und haben wir hier etwa direkt einen Headshot sitzen? Oho! Uiuiui! Aber weil das war jetzt kein Headshot, also von daher Verlierer. Das ist hier auf jeden Fall an der Stelle sehr routiniert, auch nur dieses Gucken, okay, da ist jemand nicht irgendwie direkt dann hilflos auf die Beine gesprayt oder irgendwas, sondern Leute, zack, ich habe mir Info rangesnackt, ich gehe jetzt weg und mach dann die Kills. Das spricht schon für einen höheren Rang. Auch die Shots natürlich, wenn man sich die hier mal dann so anschaut nochmal, wenn die Revue passieren lässt. Dass er eben auch den da oben so wegsnackt. Wirklich, wirklich, wirklich schön. Schöne Kills. Rankmäßig würde ich hier auf jeden Fall mit etwas in diesem Bereich rechnen. Also so vom Aim her war das schon ganz nett. Unten eben, wie gesagt, auch diese Info-Holerei gut. Komm, beim ersten Fall muss man sich dem Bauchgefühl sowieso einfach hingeben. Ich mache jetzt Supreme. Also, er könnte natürlich auch Global sein. Oder vielleicht Lämmer, aber wenn er hier unten wäre, das wäre einfach wieder frech. Das wäre wieder absolut frech. Jetzt gucken wir einfach mal rein, wie es aussieht. Submit und... Okay, gut. Na komm, wir waren also immerhin ein Stern. Global wäre es gewesen. Ich hätte wohl auch eher zu Global hintendiert, denke ich. Also wenn es unten was gewesen wäre, wie gesagt, das wäre einfach nur dreist gewesen. Es haben trotzdem 2% auf Gold 4. auf Gold 4 gecast, okay. Aber die meisten auf Lem. Was mich dann wiederum dann doch überrascht, weil so wie er gespielt hat, also die Wahrscheinlichkeit, finde ich, lag hier auf jeden Fall. Es lag mir einfach sehr nahe, dass das Ding hier ist. Wir gehen zum nächsten Clip und übrigens lösen wir heute auch noch ein Giveaway auf und starten ein neues Giveaway. Also dranbleiben! Clip Nummer 2 und nur vom Talk her klingt das fast so wie die von gerade eben. Okay. Oh, das war aber ein ganz frecher Shot, mein Freund. Guck mal, im Window ist wieder einer, schaut, ist einer rumgedackelt oder was? Okay. Ein sehr routinierter Aimer. Also er schießt sehr langsam, sehr gemütlich. Mal gucken, ob er jetzt noch einen snackt. Wie lange geht das? Ah, es geht noch ein Stückchen. Ja, okay. Sehr, sehr gemächlich. This is just easy. Sorry, ich hab die Maus die ganze Zeit im Bild. Ich wollte gerade sagen, man hat ihn doch eben rechts gesehen, hä? Bisschen blind ist er schon. Okay, also das war satt. Also allein dieser erste Schuss ist schon unglaublich frech, dieses Bup. Ich meine, natürlich ebt man dahin, man erwartet dort ja jemanden, sowas gelingt einem. Aber dann auch noch mit der Waffe, mit der P250, sieht man dann doch eher selten. Also ne, meistens halt dann mit der Glock oder mit der Deagle oder vielleicht halt mit der Tech. Aber P250, Aber er wirkt zumindest wie ein sehr bedachter Spieler, der auch das Spielgeschehen im Blick und im Kopf hat. Also die Timings, wann kann wer wo wie kommen und wie, hektisch oder auch nicht hektisch muss ich sein. Es ist wirklich krass, dass er da dann auch einfach direkt nach dem Treffer wieder zurückgeht. Also ich würde hier auch wieder jemanden vermuten, der so ein bisschen höher ist. Pass mal auf, man sieht ihn da rechts eigentlich gleich, I think. Ja, da eben. Eben hat er einen kurzen Peak gemacht. Naja, dann würde ich sagen, hier rangmäßig stehen wir hier wahrscheinlich auch wieder in diesem Bereich. Wobei ich hier nicht zu Global tendieren würde und ich denke auch nicht zu Supreme, sondern eher... Zu diesem Dreierpaket. Ich schätze ihn mal auf DMG oder Lem oder halt Supreme. Und ich hoffe, dass ich jetzt mit Lem einfach entweder direkt drauf liege. Es würde mich nicht so extrem sehr wundern, wenn es vielleicht doch sogar ein Global wäre. Es würde mich mehr wundern, wenn es in die Richtung gehen würde hier. Man könnte natürlich auch einfach auf die Gegner achten und gucken, wie die Gegner so spielen, was die so treiben, um dann auch gleichzeitig noch eine bessere Rank-Einschätzung haben zu können. Aber ja... Die haben halt einfach noch ihr normales Zeug gemacht, ne? Vor allem der auf Short, der wurde halt einfach deleted da über den Atomspalt. Ich werde jetzt Lem nehmen. Macht ihr noch eure Wahl? Schreibt auch gerne wie immer in die Kommentare, was ihr gewählt habt. So macht man übrigens auch automatisch beim Giveaway mit. Also jeder, der hier in die Kommentare was reinhaut. Ich glaube, der war so und so. Der ist automatisch beim Giveaway mit dabei, das später noch eröffnet wird im Video. Wir submitten mal und hoffen ganz ver... Nein, so! Das hatte ich noch gar nicht bis jetzt. Also bis jetzt habe ich noch nie korrekt gelegen, also richtig korrekt.
exakt drauf Punktlandung. Da waren auch die meisten. Also, ist eine gute Einschätzung. Langsam wird's. Es macht echt Spaß. Es ist wirklich, wirklich, wirklich ein cooles Format. Und ich muss hier nochmal mich bei Sansa vor allem bedanken. Sansa hat mir das hier oder hierzu geraten, aber schon vor einem Jahr oder so. Oder vor einem halben Jahr. Also schon vor sehr, sehr langer Zeit, sag ich mal. Und ich habe es die ganze Zeit nicht gemacht. Aber eben auch zugegeben, weil man ja die Overwatches hatte und die hat man geballert. Und die waren so vom Gedanken her ja ähnlich. Man schaut sich was an und grübelt, hat der an oder nicht. Und hier guckt man halt, was das für ein Rank ist. Also ich hatte so ein Format halt und naja, egal. Hierum larum, es ist sehr, sehr nice. Danke, Sanse. So, letzter Fall für heute. Wir glotzen rein. Mhm. Nice. Ah, wollte kurz auf die Leiche jallern. Uiuiui. Okay. Also, das war jetzt so mittel, würde ich sagen. Also so in Richtung Gold 4 vielleicht, circa. Er aimt schön ab. Also, naja, kann schon auch BMG sein. Aber jetzt erstmal nicht höher zumindest. Glück, dass er da nicht getroffen wurde in der Luft. Die Gegner sind also vielleicht auch gar nicht so extrem gut. Kann man sich direkt im Hinterkopf ablegen. Geht da gerade Musik an? Hab ich etwa die Music-Kits dann von den Leuten, die das aufnehmen? Ja klar, wenn die ein Music-Kit haben, höre ich das ja auch. Mhm. Ist sich jetzt hier richtig sicher, dass er von da oben kommt? Wahrscheinlich gewinnt er auch, oder? Haben wir jetzt eigentlich schon so einen Fall gehabt? Also was heißt Fall? So ein Rankle, wo der Gezeigte verloren hat? Nee, ne? Ich meine, es sind ja auch immer gute Plays eigentlich. Believe him, don't believe him. Es ist immer irgendwie, ja, also es ist immer so ein 3 oder 4K. Klar, wenn jemand ein paar Sekunden am Leben ist und tot ist, kann man da ja den Rang nicht großartig einschätzen. Also ich sag hier Folgendes, ich bin mir nicht wirklich sicher. Einer Sache bin ich mir sicher. Und zwar würde ich diverse Besen fressen, wenn er in diesem Bereich hier wäre. Und ich denke auch nicht, dass er DMG ist. Und wahrscheinlich, ich würde hier Richtung Gold gehen. Gold 4 ist vielleicht sogar noch ein Ticken zu hoch. Also ich denke, er ist zwischen diesen beiden Rängen irgendwo angesiedelt. Hier hat man ja die Vorgabe, dass es eben einer dieser Ränge ist. Ich mache jetzt Gold 4. Ich würde einfach Gold 4 machen. Das sei jetzt, war nicht schlecht, das hat er schön gemacht, aber war jetzt auch nicht insane. Vielleicht ist er hier, aber höher wäre es haarig. Also wenn es ein DMG wäre und er so spielt, Ja, gucken wir mal rein. Let's go. Letzter Fall für heute. Und? Das läuft. Pretty good, dude. Ey, fast 6 von 6. 5 von 6. Ab 5 wurde man auf 6. Oh mein Gott. Also langsam, aber sicher habe ich den Geschmack raus, meine Freunde. View result. Guck mal. Da war ich aber schon sehr, sehr gut. No. Das macht wirklich Spaß, das Projekt oder die Sache hier halt. Und wir gehen einfach ohne Umschweife jetzt direkt ans Giveaway. In dem Top 10 Tech 9, nicht Tech 9, sondern R8 Video gab es eine AWP Capillary für euch zu gewinnen. Ich habe den Link schon drin. Ich habe die Rechnung schon gelöst. Werd mir die Kommentare jetzt necken. Vielen Dank für 21 Kommentare. Kuss geht raus. Wir ziehen unseren Gewinner raus und er musste, glaube ich, über seinen Lieblings R8 schreiben. Nein, er musste, glaube ich, schreiben, ob er R8 spielt. Komme mit dem Revolver besser klar als mit der Deagle. Mr. Lion, du hast somit gewonnen. Zwei Dinge fehlen jetzt noch, dass du den Gewinn abholen musst. Und zwar zuallererst schreibst du einfach mal hier unter das Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Sowas wie, wow, cool, ich habe was gewonnen, sweet. Und schreibst dann hier in deine Kanalinfo deinen Trade-Link rein. Einfach hier. Hier ist so ein Textfeld, das man editieren kann. Und da schreibst du einfach deinen Trade-Link rein. Und dann snacke ich mir den raus. Und ich eröffne dann somit auch direkt das nächste Giveaway für euch. Und zwar gibt es eine StatTrak P2000 Acid Edged zu gewinnen. Man nimmt, wie gesagt, ganz einfach daran teil, indem man hier kommentiert und an diesem Rankle-Ding mitmacht. Also einfach sagt, ja, ich glaube, der erste Fall war der Rang, der zweite der und der dritte der, so irgendwie. Also wenn man sich daran beteiligt, dann ist man automatisch im Giveaway mit dabei. Das wäre es dann soweit gewesen. Denkt bitte dran, aktuell haben wir diese AK-47 Bloodsport im Livestream-Giveaway am Start. Das ist diese Woche und nächste Woche noch offen. Einfach rankommen. Wir streamen jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Natürlich auch in den Streams. Mega, auch gestern war wieder richtig, richtig geil. Unsere Spiele waren geil. Zwieg war geil. Und ja, vielen Dank für die Kommentare. Vielen Dank für die Likes. Danke für alles. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.